Stevie Presents Super Mario Flash 2 Super Mario World Remake ohne Ton. Ja, wir schreiben ein Stück Internetgeschichte, denn es ist ein Spiel namens Super Mario Flash 2. Ja, das ist ein Flash-Game. Und ich weiß gar nicht mal, wie ich anfangen soll, das zu beschreiben. Also, in den frühen Tagen des Internets, wo man noch am PC oder am Laptop gesessen hat, gab es eine richtig coole Anzahl von vielen verschiedenen Flash-Games. Das waren manche Spiele, die waren simpel, wie, weiß nicht, irgendwelche Minigolf-Spiele bis zu Pong, bis zu Tower Defenses, bis zu Mario-Spielen. Und es gab eins, das war Super Mario Flash und man konnte Levels selber bauen, aber es hatte auch einen offiziellen Story-Modus und das hatte zwei Teile. Ich habe Teil 2 nie gespielt, aber das ist es jetzt. Es ist ein Remake, es ist nicht das Flash-Game, es ist ein Super Mario World Hack. Es baut die Level quasi nach und ich habe anscheinend sogar schon einen Spielstand. Ja, ich habe vor Ewigkeiten das Ding mal angetestet und ich habe es völlig vergessen, also weg damit. Ich kann mich nicht mehr an sehr viel erinnern davon. Und los geht's. So. Ja, es versucht möglichst authentisch zu sein. So sah die Map da auch aus. Ich habe mir mal aus Spaß mal ganz kurz das Spiel, das Originalspiel nochmal angeguckt. In Start kann man nicht rein. Flash-Players gibt es ja in der Hinsicht so gar nicht mehr. Welcome to Puitpu Islands. It appears that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again. Ja. Also, ich hab's mal angespielt, das OG-Spiel, nicht das, ne, also das, den Hack auch, aber auch das Original, das habe ich gestern erst gemacht, das mit dem Original mal kurz anspielen. Es war sehr verbuggt bei mir auf dem Computer, so, dass es teilweise kaum spielbar war, aber ich habe zumindest gecheckt, dass die Map so aussieht und dass das erste Level ein bisschen so aussieht. Ja, das hier ist eine Flashcoin. Du hast einen Flashcoin bekommen. Es gibt einen Flashcoin in jedem Level. Versuche alle zu finden, damit du etwas Spezielles freischaltest. Das war nicht in dem Original-Ding, das Flash-Ding, aber die Flash-Münze, aber das ist das Flash-Symbol. Flash ist ja ein... ihr müsst mir jetzt besser erklären, als ich das jemals kann. Flash ist ja ein Programm von Adobe, womit man halt früher sehr viele Flash-Animationen gemacht hat oder auch Spiele. Und ich habe einen Großteil meiner Kindheit mit Flash-Games verbracht und Flash-Videos. Newgrounds war eine super Seite dafür. Das Spiel speichert automatisch, wenn du auf der World Map bist. Okay, ich weiß nicht, ob die Nachricht im echten Ding war. Aha, warte mal. Ich habe hier nicht mal eine Animation für... Also, soll ich sagen? Wenn ich die Feuerblume kriege, dann bleibt das Bild nicht kurz stehen und lässt mich verwandeln, sondern ich habe es sofort. Also, ich glaube, es hat schon sehr viel versucht nachzumachen von dem Originalspiel. Bis halt auf die etwas billige Steuerung. Die wurde Gott sei Dank vom normalen Mario World übernommen. Interessanterweise. Also ich meine, in dem Mario Flash Game, ich habe mal als Kind auf jeden Fall schon gedacht, oder als Jugendlicher, als ich das gespielt habe, es hat eine gute Steuerung für ein Mario Flash Game. Also es gab deutlich schlimmere Sachen. Allerdings hat es nicht mal einen Rennknopf gehabt. Mario konnte nicht mal rennen. Aber okay. Man war auch ein bisschen weniger kritisch vielleicht damals. Aber wie gesagt, ich habe nicht viel Story-mäßiges da gespielt. Ich habe eigentlich mehr eigene Level gebaut. Und das war eine ziemlich große Sache damals, eigene Level bauen zu können. Weil es war eine Zeit vor Mario Maker. Es gab zwar Mario World Hacks, aber... Oder beziehungsweise man konnte halt eigene Mario World Remakes machen. So, da oben muss ich irgendwie hin. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den Schlüssel da mitnehmen müssen. Und ihr habt gesehen, ich wurde gerade getroffen. Und auch da gab es keine Zwischenkurzsequenz. Ich meine, den P-Switch muss ich mitnehmen. Oh nein. Achso, doch. Ich dachte, es ist jetzt so verbuggt, dass das Wasser wegbleibt. Okay, es gibt 4 Switch Palaces auf dieser Insel. Tipp, halte XY, um Shells mitzunehmen und Springboards und Keys und mehr. Okay, ich weiß das zufällig schon, seitdem ich ein Baby bin. Okay, ich wollte dahinter, aber ich habe es nicht geschafft. Bestimmt ist diese Flashcoin dahinter. Also ich will es auch versuchen, möglichst ohne Save-Sets zu spielen, okay? Das ist jetzt so... Ich meine, das Flash-Game konnte man auch nicht mit Safe-Set spielen. Und ich glaube, das kleine Loch neben der Level 2 impliziert, wir haben die Coin nicht. Ja, okay, ihr seht's. Dann müssen wir die Münze sammeln und das Secret-Exit. Okay, Switch-Palace haben wir nicht. Aber ja, man konnte Level bauen. Wie gesagt, ich habe Mario Flash 1 gespielt. Mario Flash 1 hat sich grafisch viel mehr an
Super Mario Brothers orientiert als an Mario World. Mario Flash 2 eher an Mario World. Das habe ich nicht so viel gespielt, aber ich habe mir echt viele lustige eigene Level gebaut. Ich habe mal damals, ich glaube, war das in meinem Mario Maker Let's Play oder so von vor Ewigkeiten? Da habe ich schon drüber geredet. Da habe ich sogar meine Mario Flash Level nachgebaut in Mario Maker. Sehr gut waren sie nicht, aber sie waren halt, was sie waren. Und ja, es war damals schon eine große Sache, eigene Level zu bauen, weil für Mario World, das war das ganze Ding, okay. Für Mario World ROM Hacks brauchte man ein bisschen mehr technisches Verständnis, aber dieser Level-Editor von Mario Flash, der war eigentlich sehr simpel. Der war ziemlich leicht zu benutzen. Und es wurde halt gespeichert mit Codes. Also mit Codes in dem Sinne, man konnte es halt copy-pasten und dann konnte man das halt einfach einbauen. So hat es auch dann, so hat man es halt auch gespeichert. Und ich hab immer noch irgendwelche alten Word-Dokumente, wo ich immer noch irgendwelche alten Level gespeichert habe, so gesehen von mir. Von Super Mario Flash. Nur leider. Okay, man kann es anscheinend noch spielen, wie gesagt. Ich habe es gestern mal kurz angetestet, aber sehr verbuggt. Sehr verbuggt, bestimmt. Ich weiß nicht. Der Flash-Player wurde im Dezember 2020 eingestellt. So, und damit ist ein großes Stück von der Ära weggegangen. Aber es gibt ja trotzdem noch andere Möglichkeiten, solche Spiele immer noch zu spielen. Es gibt selbstgebaute Flash-Player, Flash-Player-Emulatoren oder sowas. Ich kenne mich mit dem technischen Kram halt nicht so gut aus. Hier ist sie nicht? Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Problem nur ist, ich muss mal Start und Select machen, weil sonst beende ich das Level. Okay, wir suchen mal danach. Ich finde sie gar nicht. Sowas, hä? Die scheint gut versteckt zu sein. Also dieses Flashcoin-Ding, das ist halt, glaube ich, so ein eigenes Ding, was die lieben Hackersteller dazu gebaut haben. Stevie hat den Hack nicht alleine gemacht. Da saßen noch ein paar andere Masterminds dahinter. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wer, aber wenn ihr runterscrollt zur Videobeschreibung, dann seht ihr die Namen. Hier scheint sie nicht zu sein. Also, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, das ist das Flash-Spiel, nachgebaut hier, aber halt mit einer guten Steuerung. Wobei, wie gesagt, für ein Flash-Game war die Steuerung von dem Spiel nicht ganz okay. Nix kommt an eine echte Mario-Steuerung ran und nix kommt vor allem an eine Mario-World-Steuerung ran. Achso, sie ist hier. Haha, ich hab sie. Starten und Select klappt. Ja, wunderbar. Bleibt mir gespeichert. Alles klar, ab ins Schloss. Rein da. Hätte ich die Cutscene vielleicht nicht überspringen sollen? Ach, ich glaube, das hat jetzt nichts Neues hervorgebracht. So, man muss eigentlich auch wissen, dieses Flash-Game hatte halt nur limitierte Level-Tiles und limitierte Gegner. Ich wette, wir haben auch keine, wie nennt man die nochmal, Slopes? Ich weiß nicht das deutsche Wort, diese Abhänge. Bergauf, bergab, Dinger. Konnte man da nicht machen, glaube ich. In Mario Maker 1 ja genauso wenig. Oh, wie komme ich denn da hin? Ich brauche bestimmt einen Trampolin. Sonst hätte ich eben nicht, aha, den Hinweis dafür bekommen im vorherigen Level. Flashcoin gesammelt. Und ich kriege immer einen One-Up dafür. Das ist sehr cool. Ich denke mal, dadurch werde ich nicht so schnell Game Over gehen. Moment, muss ich das hier anwenden? Ich glaube schon. Ich könnte, glaube ich, wenn ich sehr sportlich bin, den Sprung auch so schaffen. Aber ich habe mich gerade nicht getraut. So, ich glaube auch nicht, dass es ein Cape gibt in diesem Spiel. Weil im Mario Flash, ich meine, ein Cape zu programmieren ist schwieriger als eine Vollblume zu programmieren. Und im Mario Flash 1 gab es halt auch nicht sowas wie Capes oder Federn oder ne, irgendwelche Flugpower-Ups, Tanuki, Yoshi, gab es alles nicht. Boom Boom wartet hinter dieser Tür. Tipp, drücke L und R auf bei zerstörten Schlössern, um sie nochmal zu betreten. Okay. Ja, da ist er. Mit Mario Bros. 3 Mucke. Ich meine, das ist ja Mario Bros. 3 Boss. Wow, warte mal, ich könnte es besser. Oh, wenn... Ah, seine Animation dauert zu lange. Moment. Okay. Okay, ich wollte jetzt ungern hier sterben. Gut. Wir haben es geschafft. Darauf trinke ich erstmal eine Afrikola hier aus meiner Dose. So. Sehr cool. Der Hack hier wird auch nicht sehr lang sein, denke ich. Weil das Originalspiel war jetzt auch nicht so riesenlang. Okay. Also man merkt, es hat... Wie soll ich es? Ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll. Es geht immer sehr schnell zur Sache. Man geht in ein Level rein und zack, irgendwie
ist man schon fast drin irgendwie. Also die Ladezeiten waren halt auch irgendwie viel kürzer als in meinem richtigen Mario-Spiel, was eigentlich sogar ein Vorteil ist. In dem Flash-Ding. Also ich finde, das haben die sehr gut nachgebaut. Also viele Sachen. So, alles ist gut nachgebaut. Da ist die Coin. Moment, ich muss jetzt nur einen Weg finden, die zu kriegen. Aber es ist, was ich meine, es ist auch sehr authentisch nachgebaut. Es ist nicht einfach nur, dass die Level nachgebaut sind, so, ne? Sondern auch so ein bisschen das Gimmickhafte. Okay, so hat es nicht funktioniert. Ja, blöd. Wie mache ich denn jetzt? Okay, ich hab eine viel bessere Idee. Ich werde einfach die Münze da liegen lassen. Ich werde sie gar nicht erst versuchen zu sammeln. Und dann gehe ich später nochmal in das Level rein. Schnapp sie mir, Start Select und geh aus dem Level raus. Entschuldigung fürs Rumstottern hier. Und dann habe ich sie. So, anscheinend Secret Exit scheint, glaube ich, da oben zu sein. Ach, scheiß drauf, komm. Scheiß auf den Plan, ich mach's jetzt einfach doch. Okay, komm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie mir gespeichert bleibt, aber ich glaube schon, auch wenn ich gestorben bin. Die Sache ist ja, es ist ja wie Yoshi Coins. Ist der Mega Mall ein Gegner oder eine Plattform? Plot Twist, es ist beides. Tipp, drücke Select, um dein Item in der Reservebox zu droppen. Okay, ich mag immer diese Fun Fact Tipps, die noch mit dazustehen. Ja. Genau, aber es ist ja wie eine Yoshi Coin. Und wahrscheinlich ist das einfach auch umprogrammiert, dass. Also die Anzahl, die man braucht, um den Status von du hast alles gesammelt und du kriegst jetzt ein One-Up zu erreichen, ist jetzt nicht mehr bei 5, sondern bei 1. Manche Hacks haben 3 Yoshi-Coins pro Level oder die sind halt umgewandelt in Star-Coins oder grüne Münzen oder was weiß ich was. Und hier ist das, glaube ich, eine Flash-Coin und wurde halt so programmiert. So, wir müssen auf jeden Fall wieder hierhin zurückkommen, also in das vorherige Level manch, wenn wir den roten Switch haben. Bis jetzt habe ich nur den grünen. So, es ist unser erstes Unterwasserlevel. Mann, es gab Unterwasserlevel in Mario Flash. Wie gesagt, da ich das ja nicht so aktiv gespielt habe, bis auf den ersten Teil und davon eigentlich eher den Level-Editor, kann ich nicht viel dazu sagen. Das Spiel hatte auch Updates. Also es gab mehrere Versionen von dem Spiel. Also ich rede jetzt von Mario Flash 1, mit der Mario Bros. 1-Grafik auch. Da war es so, ich meine, als es damals neu rauskam, ich habe oft entweder auf Newgrounds gezockt oder auf Antcon. Ich weiß gar nicht, ob diese Website überhaupt noch existiert. Newgrounds gibt es auf jeden Fall noch. Aber auf Antcon, und ich meine, die allererste Version, die ich damals da gespielt habe, die hatte nicht mal sowas wie einen Story-Modus. Und hatte auch weniger verschiedene Sachen, verschiedene Inhalte. Und dann kamen immer wieder ein paar Updates zu dem Spiel. So eine Version 1.2 oder irgendwie sowas. Und dann wurde halt sowas wie ein Story-Modus mal hinzugefügt. Konnte auch immer zwischen Mario und Luigi wählen zum Spielen. Ich weiß auch gar nicht, ob das von Anfang an verfügbar war. Die Sache ist, das ist sehr schwer jetzt nachzuforschen mittlerweile, weil das im Internet gar nicht mehr so gut dokumentiert ist. Ich weiß gar nicht, ob es eine anständige und wenn auch vertrauenswürdige Wiki-Seite dazu gibt, die dokumentiert, was wann rauskam mit den Updates und sowas. Und wann Mario Flash 2 und wann 1 rauskam. Also irgendwie ist das schon halb vergessen, ne, im Internet. So Flash-Games geraten halt einfach in Vergessenheit. Aber das ist halt sehr schade. Jetzt haben wir ein Geisterhaus. Aber wie gesagt, ein großer Teil meiner Kindheit waren Flash-Videos und Flash-Games. Vor allem viele auch mit Mario. Okay, muss ich wieder zurück in den Raum, wenn das wieder zurückgespawnt ist? Das ist ein Geisterhaus. Kannst du das Exit finden? Versuche hier nicht verloren zu gehen. Hehe. Ich glaube, die Nachricht war auch so in Mario World, dem OG. Ich meine, von Flash-Videos, von Rise of the Mushroom Kingdom bis zu Mario Twins war alles dabei. Also, so coole Sachen habe ich gesehen. Was gab es denn noch? Natürlich, das offensichtlich. Wahrscheinlich die beste Flash-Animation aller Zeiten. Super Mario Bros. Z. Also falls ihr das nicht kennt, dann verpasst ihr was. Super Mario Bros. Z. Wo Mario und Luigi und Sonic und Shadow the Hedgehog und Yoshi manchmal auch in Dragon Ball Z-Style kämpfen. Und es sind nicht nur einfach nur Kämpfe. Es ist auch eine ganze Story dahinter.
So, ich glaube jetzt nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das Level 1 Secret hat. So, ich drückte mal hier und ich guck mal, ob da unten Boden spawnt, okay? Tatsächlich. So, und dann beeile ich mich hier rüber. Gehe ich da rein oder gehe ich da hoch? Das Ding war mir... Also mit dem Ding, meine ich, dieser Geist war mir im Weg. Und da ist irgendwas weggebackt. Okay, vielleicht war das andere auch nur eine Fake-Tür, die sagt, haha, die bringt dich doch gar nicht heraus. Selbst die Schriftart ist anders, ne? Also von den Texten, von meiner Lebensanzeige, hat eine andere Schriftart. Okay, ich weiß nicht, ob das ein Secret-Exit hat. Ich weiß nicht, ob die andere Tür ein Secret ist. Ich werde es jetzt einfach mal nochmal machen. Ich meine, die Level selber sind ja auch relativ kurz. Man kommt ja ganz gut und schnell durch. Jetzt habe ich zwar keine Items mehr, aber ich will nur mal gucken. Ich weiß nicht, ob man hier einen Secret Exit noch mit reingebaut hat. Aber ich meine, guck mal, für ein Geisterhaus. Wir haben schon so viele Geisterhäuser in anderen Spielen gespielt, die so komplex waren, dass man nicht mal mehr am Ende seinen eigenen Namen wusste. Und das hier ist einfach nur ein Raum. Das geht eigentlich voll fit. Ich muss hier nur ein bisschen warten manchmal. Wenn es halt dann mal 2 Minuten länger dauert, nur um das mal zu testen, dann kann ich damit leben. Oh Mann, das war jetzt gemein. Okay, keine Items mehr. Ja, hier muss man leider viel warten. Aber keine Ahnung, ob es Geisterkreise im Original gab. Eigentlich müssen wir es mal 1:1 maßstabmäßig untersuchen und miteinander vergleichen. Und ihr habt gesehen, das hat mich nur irgendwo hingeführt. Also, scheiß drauf. Wohl doch kein Secret. Aber das hier hat eins. Guck mal rein. Um mit deinem Cape zu fliegen, drücke XY, um Speed zu kriegen. Und dann springst du und dann bist du Airborne. Ich weiß gar nicht mal, wie man Airborne übersetzt. Aber falls ihr die Band Airborne kennt, sie ist sehr cool. Ist glaube ich, die einzige Band, von der ich tatsächlich ein Musikalbum auf einer CD besitze. Ich habe zwar Tonnen von Musik, aber ich habe nichts davon, ich sag mal, auf was Analogen hier. Oh, das war cool, vielen Dank. Also wirklich, kein Scheiß, die einzigen CDs, die ich besitze, die wirklich mein Hab und Gut sind, sind Airborne Running Wild von 2007. Super Smash Bros. Für 3DS Soundtrack. Das gab's schon bei Nintendo. Und Mario Kart 8 Soundtrack von Nintendo. Nicht mal Mario Kart 8 Deluxe, nein. Mario Kart 8 Wii U Version. Gab's beides mal free im Nintendo-Dings. Nicht Nintendo Store, aber Nintendo Bonuspunktesystem von damals. Boah, das war jetzt eine Verarsche. Aber guck mal, wir haben Yoshi. Uns wurde gesagt, dass man das Cape benutzen kann. So, das war mein Secret Exit. Schade drum. Ja gut. Vielleicht hätte ich da nicht auf Yoshi vertrauen sollen, aber macht ja nichts. Guck mal hier, Cape. Nice. Ah, aber wenn ich das Cape nehme, dann gibt es doch eine kurze Verwandlungssequenz. Da doch. Warte mal. Wir gucken mal. Uiuiui. Hier oben ist Geld. Okay. Okay, ist ja nicht schlimm, wir müssen ja so oder so zweimal rein. Jetzt weiß ich ganz genau, wo das Secret Exit ist. Habe ich die Flashcoin? Ja doch, ich habe die gesammelt. Ich erinnere mich wieder. Führt zum Schloss. Ich habe die Vermutung, oben könnte der nächste Switch Palace sein. Guck mal nach dem Switch Palace. Und ich versuche mich jetzt hier zu beeilen. Jetzt haben wir ein cooles Cape. Und damit geht das hoffentlich schneller. Also, es gibt sehr wohl noch mehr Power-Ups. Wir haben immer noch keinen gelben Switch. Obwohl es so wirkt, als wäre der Gelb so der essentiellste aller Switches. Oh, nein! Oh, er ist noch da. Gut. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Ich habe gerade was sehr Dummes gemacht. Ich habe ihn aus Versehen da weggeschmissen. So, dann geht's da hoch. Es ist der rote Switch. Alles klar. So, Switchhäuser selber sind zwar so ein bisschen... Aber dann ist das halt so. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück in das eine Level, wo wir vorher nicht das Secret machen konnten. Ich frage mich, eigentlich gibt es noch viel mehr Flash-Games, die man remaken könnte, so gesehen. Es gab Mario Starcatcher, glaube ich. Boah, was? Jetzt, wo es drauf ankommt, kann ich gar keine Spiele mehr sagen, die ich früher gespielt habe. Es gab eins, das hieß Mario
Mushroom Collector oder sowas? Ich weiß gar nicht. Das war eigentlich ein richtiges Billo-Spiel und ich habe es trotzdem gespielt. Es hatte keine Gegner. Es hatte eine richtig schwammige Engine und es ging einfach nur darum, dass Mario so und so viele Pilze pro Level sammeln sollte. Es gab eins, das war auch voll billig. Das war irgendwie... Ich weiß... Irgendwas mit so aufgenommener, selbst aufgenommener Mario Land Musik? Ich rede jetzt nicht von Supra Mario Krat oder sowas. Ich rede jetzt wirklich von... Ich meine, es waren so selbstgezeichnete Grafiken. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht richtig erzählen, also was ich vor Augen habe. Was gab es denn noch? Es gab gute Flash-Games auch. Ein paar habe ich ja sogar gespielt. Wenn ihr auf meinen Kanal geht und dann seht ihr meine ganzen Playlisten. Also, ihr seht ja erst die Uploads, dann... Was kommt denn da alles? Die Livestreams, dann kommen die Mario World... nicht die Mario World Tags. Doch, die kommen auch. Und darunter kommen dann irgendwann andere Fangames mit Mario. Und da habe ich das ein oder andere Mario Flash Game gespielt. Zum Beispiel Mario Combat. Das war sehr cool. Das war eins, wo Mario moschen konnte. Also da hatte er ein richtiges Moveset, wo er Gegner verprügeln konnte, zum Beispiel. Dann Mario... Hieß es nicht auch Mario Flash? Aber was war ein völlig anderes Spiel? Ihr müsst mal selber gucken. Also ein paar Sachen habe ich sogar gespielt, aber die waren halt sehr kurz, die Spiele.